Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing der Blackbox Men für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier, wie angekündigt, die Blackbox Men. Das ist eine Box nur für Männer und die kommt von der Pinkbox. Ich habe die auch auf der Seite von der Pinkbox gekauft. Man kriegt diese Box für 16,95 Euro im Monat, Entschuldigung, wenn man das Abo nimmt. Und für 24,95 Euro, wenn du die einmalige Version nimmst. Ja, ich habe hier das Abo jetzt mittlerweile gewählt und ja, die kommt alle 3 Monate, glaube ich. Also, oder alle 4 Monate, glaube ich, ganz grob. Also nicht so regelmäßig wie jetzt die anderen Frauen-Beauty-Boxen, weil Männer da noch nicht ganz so angefixt sind wie wir. So, dann holen wir das Stück mal hier raus. Schwer heute. So sieht die Blackbox aus. Sie ist schwarz und da steht einfach Blackbox Men drauf. Ne? Es ist sehr plakativ, es ist halt so, wie Männer es mögen. Sammy, du bist auch ein Mann. Sammy ist ganz interessiert, denn wir waren den ganzen Abend weg. Wir waren auf dem Geburtstag von dem Mann von meiner Mama. Und ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen spät, aber ich habe mir gedacht, ich möchte dieses Video noch sehr, sehr gerne mit euch zusammen drehen. So, also, die Box, die hier jetzt rauskommt, sieht ein bisschen anders aus. Von der Größe her ist die etwas höher und die ist, die ist halt rechteckig, ne? Also auch sehr extrem rechteckig. Und da gucken wir doch mal rein. So, wenn ich den Deckel abnehme, habe ich hier das ganz normale, übliche Seidenpapier und ein Schleifchen. Und das machen wir jetzt mal auf. Vom Geruch her riecht es nach nichts. Also die Produkte sind wohl alle sehr gut verschlossen. So, einmal vorsichtig öffnen. Ein widerspenstiges Seitenpapier ist das hier. Ich wollte euch das nochmal von innen zeigen. Es ist einfach schwarz. Es ist ja die Blackbox. Und ja, das männliche Design ist dann halt wirklich das genaue Gegenteil von dem, was wir Frauen haben. Wir Frauen haben ja immer dieses blumige, bunte, poppige von den Farben. Und Männer sind da sehr schlicht, wollen es eher schwarz haben, wollen nicht so viel Spielerei offensichtlich haben. Und da hat sich die Blackbox entsprechend dran orientiert. Wir haben hier auch ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Die Blackbox Men hat nie ein Motto, soweit ich weiß. Es ist einfach jetzt die Frühlingsbox. Nichts Aufregendes. Ja. So, dann habe ich hier noch einen Flyer mit drin, ab Mai 2019 in deinem Drogeriemarkt, also auch im DM zu finden, ist die Marke Maddox & Mills. Ja, sagt mir so nichts, habe ich jetzt auch noch nie vorher gesehen. So, dann gucken wir mal, was das erste Produkt ist. Und zwar von Jens Care, eine Hand- und Nagelcreme, vegane Naturkosmetik. Guck mal, ich finde auch Männer sollten selbstverständlich ihre Hände und vor allem die Nägel pflegen. Es ist ja immer mehr der Trend, dass Männer auch mal zur Maniküre gehen und weil, ja, ich weiß nicht, die Hände sind doch irgendwo so ein bisschen das Aushängeschild von einem Menschen, so, ne? Man gibt jedem so die Hand oder, keine Ahnung, ich gestikuliere ja auch immer, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier so eine kleine Wunde habe, das finde ich immer ganz blöd und ist mir auch unangenehm. Und deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass auch Männer gepflegte und schöne Hände haben. Deswegen finde ich es cool, dass dieses Produkt auch mit in der Box ist. So, ich stelle die auch mal so ein bisschen hinter mich, dann seht ihr die auch mal im Hintergrund. Oh, Sammy, bist du ganz verliebt. Sammy passt jetzt farblich so kontrastmäßig sehr gut zur Box, denn er ist ja einfach weiß. So, das nächste Produkt, was hier mit drin ist, ist von Redken. Redken Bruce Work Hard Molding Paste oder Paste. Maximum Control Natural Finish. Barber Essentials. Okay, das ist dann wahrscheinlich eine Bartpflege oder eine Haar- und Bartpflege für den Mann. Ich guck mal, ob da hinten was draufsteht. Redken Bruce, feste Pastenpomade, modelliert Stylies. Ich glaube, dass das falsch übersetzt ist. Mit Textur und verleiht ein natürliches Finish. Anwendung, eine kleine Menge in den Händen verteilen und in das feuchte oder trockene Haar einarbeiten. Guck. Kannst du dann sowohl für deinen Bart als auch für deine Haare verwenden, sofern du ein Mann bist. Ja, genau. Auch wieder schön schwarz, schlicht.
So, dann habe ich hier ein Produkt von der neuen Marke von DM, was ich schon gesehen habe. Und zwar ist das die Marke Seins. Und das ist ein Shampoo, was tiefenreinigend ist mit Menthol und Aktivkohle, ohne Silikone, entfernt effektiv, Stylingrückstände, kühlt und aktiviert. So sieht das aus und das sieht so ein bisschen aus wie ein Benzinkanister, ne? Sieht schon cool aus. Das riecht schön männlich, aber nicht zu männlich. Es riecht wirklich angenehm. Also du riechst auch so ein bisschen dieses Menthol raus. Ich finde, Aktivkohle ist sehr, sehr geruchsneutral. Dementsprechend riecht man da nicht wirklich viel von. Aber ich finde allein das Design schon ziemlich, ziemlich cool. Echt cool. Vom Salt House, Just for Men, Totes Meer, Duschgel sensitiv. Das ist eine 3-in-1-Formel für Körper, Gesicht und Haar. Und das ist eine belebende Pflege, kein Spannungsgefühl und kein Juckreiz. Ja, es ist ein Duschgel, ne? Das riecht auch deutlich frischer als das, was ich eben von Seins hatte. Aber finde ich ganz cool. Jetzt habe ich hier etwas drin, was ich cool finde. Das ist von I plus M. Anti-Blue Light, okay, fair, organic und vegan. Wildlife for Men Face Power Gel mit Tigergras Hyaluron. Davon habe ich ja das, die blaue Version. Das müsste dann ja die Tagescreme für Frauen sein. Und ja, das hier ist einfach ein Gel für die Männerhaut. Ja. Hat hier oben auch tatsächlich dieses R2D2 Design wieder, ne? Das liebe ich. Ach, das finde ich cool. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das nächste Produkt, was ich jetzt hier in der Box mit drin habe, ist von dieser Marke, wo ich ja eben diesen Flyer hatte, von Maddox & Mills. Tough Tonic Aromatic Fresh. 60 ml Eau de Toilette. Guck mal, das scheint wirklich so ein Parfüm zu sein. Und das sieht schon mal sehr, sehr edel aus. Ich bin mal so frei und mache das auf. Auch wenn ich das zu Ostern weiter verschenken werde. Aber ich denke, dass derjenige mir nicht böse sein wird. Das sieht ziemlich cool aus, oder? Dieses Roségold hier oben und dann diese schöne schwarze, dieser schöne schwarze Flakon. Das sieht cool aus. Ich rieche da mal ganz dezent dran. Ich mache mir das aber lieber mal auf so ein Tuch hier. Oh, das riecht gut. Das riecht richtig schön männlich her. Mit so einem frischen Unterton. Also es riecht einfach nach frisch, nach frisch geduschtem Mann. Und das finde ich cool. Das gefällt mir gut. Das werde ich auf jeden Fall weiter verschenken. Da wird sich derjenige drüber freuen. Und ich denke, dass ich das meinem Papa schenken werde. Weil das passt zu meinem Papa. Dann habe ich hier von Butcher's Son Care Don't Kill eine Clean and Relax Face Mask. Eine beruhigende Tiefenreinigung, herb und würzig mit Aktivkohle, grüner Tonerde, Shea Butter und Sojaöl. Ich sag's ja immer wieder, die Männer sollten sich gerne immer mal wieder mehr pflegen und da wird diese Maske definitiv ein guter Helfer für sein. Finde ich richtig cool. Belebend und kühlend. Ach, mega gut. Das gefällt mir. Und als letztes habe ich hier so ein großes Ungetüm in dieser Box. Da bin ich mal gespannt. Das scheint irgendein Kleidungsstück von Weber zu sein. Okay, es ist riesengroß. Es ist ein riesengroßes Tuch, aber es hat halt solche Bänder hier dran. Das heißt, es scheint eine Grillschürze zu sein. Sprich, eine Schürze, die man sich um die Hüften bindet. Und ja, da steht halt Weber drauf. Cool. Ja, also ich finde persönlich diese Grillschürzen eigentlich schöner, die du hier oben dir drum binden kannst und dann halt auch hier den Brustbereich entsprechend mit abdecken kannst. Aber naja, ist halt mit dabei. Ja, eigentlich ganz cool, so eine Grillschürze mit dabei zu haben, denn die Grillsaison fängt jetzt an, dann passt das auch wohl ganz gut. Dann hast du nicht nur Pflege für den Mann drin, sondern doch im Prinzip eigentlich ist eine Grillschürze auch in einer gewissen Art und Weise eine Pflege, oder? Man schützt sich ja, es ist ja einfach ein Schutz. Ja, coole Produkte, haben mir richtig gut gefallen. Also für 16,95 €, die ich ja dafür bezahlt habe, wenn du die einmalig holst, ja wie gesagt 24,95 €, dann diesen Warenwert von den Produkten zu bekommen, finde ich nicht schlecht, denn ich denke, dass die Produkte relativ hochpreisig sein werden.
geile Sache. Also ich freue mich drauf, dass ich jetzt ein paar Ostergeschenke habe. Und vielleicht ist diese kleine Box ja auch eine tolle Geschenkidee für den Vatertag oder für einen nächsten Geburtstag oder keine Ahnung, für irgendeine Feierlichkeit, wo du einem Mann etwas schenken möchtest. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!